Hallo, liebe Nähbegeisterte. Für diese Schnittveränderung habe ich mir einen Grundschnitt ausgesucht, der eine bequeme Weite hat. Also im Brustumfang sind ungefähr 12 cm mehr drin. Wenn ihr das jetzt an eurem Schnitt nicht feststellen könnt, dann wisst ihr, was ihr damit genäht habt und ob das bequem sitzt. Also es sollte ein bequemer Schnitt sein mit Taillenabnähern und Brustabnäher. So, natürlich auch den Ärmel, den habe ich mir auch kopiert. Das ist ein breiter Ärmel, der auch hier bis zum Handgelenk geht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen bequemen Schnitt habt von der Hemdbluse, dann fehlt hier unten ein Stück. Da müsst ihr dann darauf achten, dass ihr dementsprechend was zugebt nachher. Gut. Mein Rückenteil hat ein Schulterblattabnäher. Das hat auch nicht jeder Schnitt. Also das könnt ihr auch einfach ignorieren. Zuallererst habe ich mal die Saumlänge am Vorderteil festgelegt. Ich habe hier etwas mehr als 60 cm, ca. 63. Das heißt, ich habe die Schnittteile gleich in kürzerer Länge als der Grundschnitt ist zugeschnitten, also oder kopiert. Dann kommen jetzt die Halsausschnitte ran. Ich beginne mal mit dem Rückenteil. Da habe ich jetzt in der hinteren Mitte 1 cm runtergemessen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich schreibe mal hier eine 1 hin. 1 cm. Und an dem Halsausschnitt 3 cm. Das mache ich am Vorderteil auch, an der Schulter. 3 cm. Und in der vorderen Mitte bin ich ein Stück weiter runtergegangen. 3,5 cm. Das habe ich mir jetzt erstmal markiert. Und außerdem möchte ich, dass die Bluse hier an der vorderen Mitte einen kleinen, schmalen, offenen Schlitz bekommt. Und da habe ich dann von der neuen Stelle aus 10 cm nach unten gemessen. Nochmal hier. 3,5 und 10. So. Dann werden die Kurven gezeichnet. Als erstes lege ich in der hinteren Mitte mein Geodreieck auf die hintere Mitte und zeichne ein kleines Stück ins Schnittteil. Das mache ich an der vorderen Mitte ebenfalls. So. Damit es hier einen rechtwinkligen Beginn hat. Ich weiß nicht, ob ihr so Kurvenlineale habt. Also ich finde das super. Das geht sehr gut damit. So. Das ist dann die neue Ausschnittlinie. Und die vordere zeichne ich gleich ein, wenn ich diese Schulter hier daran lege, um hier einen guten Übergang zu erhalten. Dazu schneide ich beim Rückenteil die Schulterlinie aus. Na. Bei meinem Schnittteil muss ich jetzt den Abnäher hinten zulegen.
So. Und dann kann man sehr schön hier die beiden Schulterlinien aneinander legen. Schulterpunkten übereinstimmt und mit dem Halsausschnitt. Und dann kann man auch sehen, dass man die Kurve hier ohne so eine großartige Ecke rumziehen kann. Ich werde das mal so ein bisschen ausgleichen. So, genau. Dann ist der Übergang schön. Und dann ist auch vorne die neue Ausschnittlinie zu sehen. Die beiden Sachen. Ja, bei dem Rückenteil könnt ihr euch überlegen, ob ihr das taillierter haben möchtet und den Abnäher drin lasst. Also ich lasse es jetzt einfach mal so unangetastet bis auf den Ausschnitt. Ach so, noch eins zu der Ausschnittlinie, zu der neuen. Ich habe hier mit eingeplant, dass ich noch einen 1 cm breiten Streifen zusätzlich nachher annähe. Und zwar kommt dann kommt ja die kleine Rüsche da oben dran. Und hier auch. Da wollte ich, dass im Genick trotzdem relativ hoch ist, weil es mir immer kalt ist im Genick. So. Und vorne landet die dann ungefähr auf den Knochen, wo die Schlüsselbeine enden. Wenn ihr das nicht mögt, dass das so hoch geschlossen ist, könnt ihr das ja natürlich auch weiter nach unten ziehen. Aber an den Zentimeter muss man schon denken. Als nächstes guckt ihr euch mal euren Brust- und oder Taillenabnäher an. Wenn ihr beides habt und die beiden Abnäher schon vor dem Brustpunkt enden, hier zum Beispiel, also ne, nur bis hier gehen, das ist, wird üblicherweise so gemacht, dann müsst ihr den Brustpunkt suchen. Und das macht ihr so, indem ihr in die Mitte von dem Abnäher geht. Dann zeichnet ihr einen Strich und in die Mitte von dem Taillenabnäher auch einen Strich einzeichnen und ihr seht, hier ist der Schnittpunkt, das ist dann genau der Brustpunkt. Habt ihr diesen Taillenabnäher nicht und hier einen verkürzten Brustabnäher, dann könntet ihr zum Beispiel euren also den Abstand eurer beiden Brustpunkte ausmessen und und die Hälfte nehmen und von der vorderen Mitte ungefähr ermitteln, wo der liegt. In diesem Schnitt sind das jetzt 11 cm, weil der Abstand ungefähr 22 beträgt. So. Und dann könnt ihr auch auf dieser weitergezogenen Linie hier die verlängern und einen Brustpunkt festlegen. Okay. Dann ziehe ich auf der oberen Linie dieses Brustabnähers noch ein Stück eine Verlängerung. So. Und messe vom Brustpunkt aus. Immer wieder das hier. Messe vom Brustpunkt aus 3 cm. Mach mir eine Markierung. Dann messe ich in die andere Richtung vom Brustpunkt aus 1 cm. Also nur 1 cm. 1, 3 und außerdem messe ich von diesem neuen Punkt nochmal 4 cm. Das sind dann nochmal
Na, wo schreibe ich die 4 jetzt hin? Hier. 4 cm. Immer der Abstand vom Brustpunkt. Also nee, ach so. Das sind hier 4 cm dazwischen. Okay. Dann ziehe ich mir hier an meinem Ende des Ausschnitts eine Linie von 5 mm und hier oben auch 5. Das ist 0,5. Sieht dann so aus. Und von dieser neu entstandenen Ausschnittecke nehme ich jetzt als erstes 2 cm. Von diesem Punkt aus 4 cm. 2, 4 und noch ein Abstand mit 5 cm. Zwei, vier und hier zwischen nochmal 5. Und jetzt verbinde ich diese Punkte miteinander für meine Falten. Das heißt, die ersten beiden Markierungen. Dann die zweiten Markierung, also jetzt nicht den Brustpunkt, sondern die Markierung nehmen. Und die dritte ebenfalls. So, jetzt wird hier vorne der Ausschnitt rausgeschnitten. Und der Brustabnäher wird aufgeschnitten. Bis zu der Markierung Nummer 1. Und jetzt noch die einzelnen Markierungen hier einschneiden oder aufschneiden. In dem Fall einschneiden. Ihr könnt es auch so machen, dass ihr das nicht ganz durchschneidet. Ich habe das einmal so gemacht. Das Ganze mal wieder richtig rumdrehen, damit man was sehen kann. Dann lege ich mir hier noch ein Papier darunter. So. Und jetzt lege ich hier den Abnäher mit den Teilen erstmal zu. Also hier an der Kante entlang. Okay. Wichtig ist, dass dieser Punkt auch immer dran bleibt, also dass es hier gedreht wird. Um die Achse, dann geht zwar die Ecke so ein bisschen ins Schnitt herein, aber das macht nichts. Ich mache noch ein Stück rüberrücken hier. So, okay. So. Wenn ich jetzt die Weite hier oben verteile,
dann sehe ich, dass mir die Lücken zu klein sind. Also ich möchte bei jeder Lücke mindestens 3 Zentimeter haben. Das heißt, ich muss das ein bisschen weiter auseinanderschieben. Dazu ist hier mein Drehpunkt. Hier bleibt der Abnäher zugelegt. Und dann drehe ich das Schnittteil so ein bisschen auf. Schau mal, hier ungefähr meine 3 Zentimeter habe. Ja, das könnte noch ein bisschen mehr sein. Mache ich gleich. Kümmere ich mich als erstes um das Teil. 3 Zentimeter. Hier. Dass es erstmal fixiert ist. Und dann die anderen beiden. Das sind auch 3. Und das sind auch 3. So ist es gut. Okay, jetzt muss natürlich die Ausschnittlinie oben neu gezogen werden. Das mache ich gleich. Nochmal fixieren. So, nicht wundern, dass es jetzt anders aussieht. Ich musste das nochmal aufkleben. Ich habe das hier jetzt besser befestigt. Und außerdem habe ich hier an der Seite am Saum weiter die gesamte Kontur ausgeschnitten und an der Schulter. Jetzt geht es daran, die Ausschnittlinie neu zu also bestimmen. Und dazu werde ich jetzt die Falten hier reinkniffen. Und zwar knicke ich immer die rechte Kante zuerst. Bei der ersten habe ich das schon mal vorab gemacht, damit ich euch das auch gut zeigen kann. Das heißt, ich knicke jetzt ganz genau hier an der Abnäherkante entlang und dann lege ich diesen Abnäher zu. Dieses graue Papier ist ein bisschen sehr dick, also es ist besser, wenn ihr da dünneres drunter legt. So, ich den erstmal schon vorgefaltet und die anderen dann auch noch. Nicht wundern, dass hier jetzt so ein Absatz drin ist. Das liegt ja daran, dass hier das Schnittteil ein Stück nach oben gerutscht ist. Vorne passt es wieder, weil hier die Ecke übereinstimmt. Das
Es ist ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, knifflig. Okay, ich schneide mal das dicke Papier unten drunter ab, damit sich das überhaupt ein bisschen legt. Guck mal. So, sonst geht das gar nicht. Okay. Jetzt zulegen. Klebe das jetzt einfach mal fest, um mir ein bisschen zu helfen. Das kann ich danach wieder ablösen. Einmal. Ups. Zweimal. Und dreimal. So sieht es da oben jetzt aus und jetzt werde ich die Ausschnittlinie neu bestimmen. Diese beiden Punkte bleiben, Schulterpunkt und vordere Mitte, von diesem kleinen Ausschnitt an. Na, dieser Schlitz, der soll ja nachher auch gearbeitet werden. Ich werde auch gleich an dieser neuen Kante entlang schneiden. Da sieht man, dass hier eine Ecke abgeschnitten wird, die hier unten als Lücke zu viel ist. So, hier schneide ich sogar. Kleber wieder abmachen. So schaut es dann aus. Die Schultern noch ausschneiden, beziehungsweise das gesamte Schnittteil. Hier, das schneide ich dann natürlich auch noch weg. Das jetzt ein bisschen so. Jetzt ist das vordere Schnittteil fertig und ich mache dann jetzt hier noch mal ein paar Markierungen dran, genau mal da, wo die Abnäherkanten sind. Die male ich nochmal nach. Das ist ganz schön, das kann man bei dem Band ganz gut durchsehen. Das dient dann nachher als Zeichen beim Zuschneiden, ne? Und Nähen für die Falten. Man kann sich jetzt natürlich auch noch die entsprechenden Pfeile drauf zeichnen, wo lang die Falten gelegt werden. Wollt ihr hier oben keine Falten machen, sondern das einfach nur raffen,
dann braucht ihr das mit diesem Falten überhaupt nicht zu tun, sondern ihr habt euch das jetzt aufgeklebt und dann nehmt ihr euer Kurvenlineal und nehmt euch hier am Ausschnitt den Halsausschnitt, den Punkt und den Schulterpunkt und dann zieht ihr euch einfach von den beiden Punkten so circa den Halsausschnitt neu. Ihr habt ja dann also hier auch noch Papier dran, ne? Und dann könnt ihr einfach an dem Strich entlang schneiden und müsst nur halt nochmal ausmessen, na, wie groß die Lücken hier wirklich sind. Und dann 9 cm, das waren ja 3x3, das um 9 cm zusammenraffen nachher. Dann kommen als nächstes die Belege ran für den Ausschnitt vorne und auch am Rückenteil. Dazu nehme ich mir einfach ein Stück Papier und lege die Falten hier nochmal zu. Und zeichne die Kontur des Ausschnitts nach, natürlich auch von dem Schlitz. Ziehe das gleich nochmal nach. So, jetzt ist es für euch auch sichtbar. Der Beleg wird jetzt 3 cm breit. Das heißt, ich setze mir hier Markierungen bei 3 cm. Hier. 3 und natürlich an der Rundung auch mindestens 3 in der Schulter 3 cm so. Das hier wird ein bisschen, so ein bisschen schräg, geht ein bisschen auseinander wegen der kleinen Ecke hier. Und dann mache ich den Beleg aber etwas breiter. Das heißt, ich ziehe jetzt einen Bogen mit der Hand auf meine Markierungen bis oben zur Schulter. Und das wird nicht beachtet. Dieses Teil ist dann der Beleg fürs Vorderteil, für die Verarbeitung. Dann fürs Rückenteil, da mache ich mir in die Mitte vom Papier einen längeren Strich. Das kann ich jetzt auch mal blau ziehen. Einen längeren Strich. Der dient dazu, den Winkel richtig zu finden. Zwar lege ich dann die hintere Mitte hier an und ziehe die Linie entlang. Hier am Ausschnitt lang. Ups. Und oben das Stück an der Schulter. Und messe wieder 3 cm hierauf. 3
ziehe mir im rechten Winkel den Beginn der Kontur. Na, an der Schulter nicht. Ich muss das immer umdrehen, um die Linie zu ziehen, den Bogen. So. Das ist der Beleg für den rückwärtigen Ausschnitt. Ich habe mir die hintere Mitte markiert. Und diese lange Linie habe ich gemacht, damit ich das falten kann, das Blatt auf einer längeren Strecke. Ich stecke mir das dann auch zusammen, damit das so liegen bleibt. Und dann schneide ich den Beleg aus. Das mache ich deshalb, weil der Beleg dann wirklich hier im Winkel genau stimmt. Dann manchmal passiert das, wenn die Teile nur bis zur hinteren Mitte gezeichnet sind, dass man an der Stoffkante, ich mache mal eine Stoffkante hier, den Winkel, also den Beleg etwas verkantet, weil man gar nicht sehen kann, ob der jetzt gerade liegt. Und ich habe das schon öfter mal erlebt, dann hat der vielleicht so ein V oder noch schlimmer andersrum, dass hier die äußere Kante kürzer wird. Und das macht sich dann in der Verarbeitung nicht gut. Eine Kleinigkeit mache ich hier noch, und zwar schneide ich die Schulternaht noch ein Stückchen schmaler. Also hier auf 0, hier nehme ich nichts weg, aber an der Schulter nehme ich ungefähr 1 mm weg. Dann ist der Beleg ein Hauch kürzer an der Außenkante und dann sitzt das gut. Beim Vorderteil brauche ich das nicht machen mit dem Doppelten, denn hier habe ich eine sehr schön lange Kante, an der ich das ausrichten kann. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das ebenfalls machen. Dann zieht ihr euch eine senkrechte Linie hier, das ist die vordere Mitte, und spiegelt den dann. Haltet den zusammen. Genau wie ich das hier mit dem rückwärtigen Beleg gemacht habe. Dann ist der Ärmel dran, weil ich den unten raffe und das so ein bisschen wie so ein Puffärmel aussehen soll, werde ich jetzt die Ärmellänge verlängern um 2 cm. Falls eure Originalärmelkante etwas geschoben ist, so wie meine, dann macht es nichts. Ihr könnt es einfach unten als gerade Linie ziehen. Geschwungen ist es meistens, wenn man einen Schnitt für eine Hemdbluse hat. So, dann zieht ihr von der einen Ärmelecke zur anderen auch eine Linie. Und messt die Gesamtstrecke aus
Bei mir sind das 38 cm. Und jetzt werde ich die halbieren. Dann habe ich 19. Schön im Sinn behalten. Zum vorderen Ärmeleinsatzzeichen wird eine senkrechte Linie nach oben gezogen. Von dieser Linie als Basis. Ja. Dann, das waren 38, die Hälfte sind 19. Und diese 19 Zentimeter messe ich jetzt ab hier auf diese Linie. Komme ich zu diesem Punkt und ziehe eine senkrechte nach unten. Bis zum Ärmelsaum. Diese Linie dient der Orientierung, wo hier unten der Schlitz hinkommt. Wenn ihr einen Ärmelschnitt habt für eine Hemdbluse, dann habt ihr hier unten eh schon einen Schlitz, da braucht ihr nichts machen. Dann messe ich von der Saumkante aus 8 cm und weiß jetzt, dass mein Schlitz, mein Ärmelschlitz, bis hierher geht. Also Breite messen, senkrechte ziehen, Hälfte abmessen, senkrechte nach unten und das Schlitzende bei 8 cm markieren. Und dann wird der Ärmel, der neue Schnitt, ausgeschnitten. Genau, ermitteln müsst ihr natürlich noch, wie weit das am Handgelenk nachher sein soll. Ich mache das immer so, wenn das für mich ist, ich bin jemand, der eine Uhr trägt, dann messe ich nicht mein Handgelenk hier, also nicht nur das Handgelenk und 2 cm, sondern ich messe um die Uhr rum, weil mich das nervt, wenn die Blusen, Manschetten, egal was, immer hier aufstuken und die Uhr nicht unter das Kleidungsstück rutscht. Also messe ich einmal fest um die Uhr, da bin ich bei 19,5. Ich mache es etwas bequemer. Nee, ich bin bei 18,5 sogar nur. Ich mache es etwas bequemer. 19 Zentimeter, 19, 19,5. Ich bin dann hier gelandet. Das heißt, unten mein Saum wird 19,5 Zentimeter betragen. Das schreibe ich mir hier auf. Das ist nachher wichtig, damit ich weiß, auf wie viel Zentimeter ich das Ganze zusammenraffe. Also und jetzt den Ärmel ausschneiden. Dann mache ich mir immer an solche Teile hier, also so ein Schlitz oder Abnäher, mache ich mir immer ein Stanzloch rein am Ende, damit ich das gut auf meinen Stoff übertragen kann. Ich habe einfach ein Stück Pappe und so ein Stanzeisen auf die Markierung und stanze da ein Loch rein. Dann kann ich das auf meinen Stoff übertragen. Und am Ende des Schlitzes kommt so ein kleiner Knips rein. Da gibt es ja auch so eine Zange zu. Habe ich aber nicht. Dann sind Anfang und Ende vom Schlitz markiert. Ebenso mache ich das hier oben mit dem Schulterpunkt, dem Ärmeleinsatzzeichen. Natürlich auch am Vorderteil hier bei den Abnähern.
Den Abnäher habe ich noch ein kleines Stück gekürzt vom Brustpunkt weg, 3 cm. Und hier oben bei den Falten habe ich mir auch so Schnipse reingemacht. Das sieht man von hinten besser. Hier brauche ich es nicht, weil das eine große Einkerbung ist. Und das Ende von meinen Falten habe ich mir auch gelocht. Das sind 2 cm. Das ist dann so, wie ihr das gerne möchtet. Des Weiteren, also hier fehlt noch so ein Schnips und hier noch ein Knips drin und so weiter. Außerdem habe ich die Fadenläufe noch eingezeichnet. Vordere Mitte, Fadenlauf mit so einem Pfeil. Kann man besser sehen hier am Ärmel. Natürlich auch auf den Belegen, den Beleg fürs Vorderteil der Fadenlauf und Beleg fürs Rückenteil ist natürlich auch die hintere Mitte. Aber ich mache alternativ dazu auch immer noch den Fadenlauf im rechten Winkel. Das mache ich übrigens so. Ich lege mir meinen Beleg hier schön ran, da wo er hinkommt. Weil meine Bezugslinie hier auf dem Beleg nur sehr kurz ist. Und dann nehme ich mein Geodreieck und lege das hier an die hintere Mitte von dem gesamten Rückenteil an. Und dann kann ich mir sicher sein, dass auf meinem Beleg wirklich ein rechter Winkel drauf ist für den Fadenlauf, damit er sich nicht verzieht. So. Eine Sache fehlt noch. Und zwar beim Halsausschnitt ausmessen, wie lang der ist und natürlich zusammengefaltet ausmessen oder hier am Beleg ausmessen. Da bin ich hier auf hinten immer so gemessen auf 11 cm gekommen, im Halsausschnitt auf 15,5 cm. Ich habe das Ganze verdoppelt. Und bin dann gekommen auf 23 cm. Ich möchte eine Rüsche in den Halsausschnitt machen. Na, und die soll eine Fertigbreite haben von 1 cm. Da brauche ich einen Stoffstreifen von 55 cm für den Ausschnitt mal 4 cm in der Breite. Außerdem brauche ich noch einen Einfassstreifen für meinen Ärmelsaum. Der wird auch 4 cm breit. Davon brauche ich 2. Aber ich weiß die Länge noch nicht genau. Denn man könnte die Bluse ja jetzt auch ohne Schlitz arbeiten. Dann wäre dieser Streifen halt so lang, wie der Saum breit ist, plus Nahtzugabe. Oder wenn der Schlitz da ist, hier mit Bindebändern, dann müsste der ganze Streifen ausgemessen werden. Das wäre dann sehr viel länger. Also das werde ich dann ausprobieren, wenn ich die Bluse nähe. Ja, ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar den Einfassstreifen für den Ärmelschlitz. Den habe ich jetzt hier auf meiner Liste noch ergänzt. Einfassstreifen für den Ärmelschlitz. Davon brauche ich 2. Und die schneide ich zu in 18 cm Länge mal 3,5. Der Schlitz hat ja 8 cm, das wären 16. Und ich mache einfach noch 2 dazu. Mal vorsichtshalber, das ist bequemer zu handhaben. Ja, dann bis zum nächsten Mal.